Shook Knight, Hip-Hops größter Bösewicht. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Ben Bugatti. Das Video heißt Shook Knight, Hip-Hops größter Bösewicht, in Klammern Dokumentation. Ich bin gespannt. Ich muss ganz klar und ganz ehrlich sagen, Shook Knight ist mir gar nicht so krass unsympathisch. Vor allen Dingen, wenn man so sieht, was die ganzen anderen Leute wie Diddy und so im Hintergrund noch alles so Schönes am Laufen hatten. Ich glaube, der Shook hat sich von diesen Sachen mehr oder weniger ferngehalten. Ist natürlich auch ein krimineller Bruder, der auch viele böse Sachen gemacht hat. So. Aber ich glaube, was diese ganzen richtig ekelhaften Sachen angeht, da ist der Bruder schon stabil geblieben. Also ich meine jetzt sowas wie Diddy vorgeworfen wird mit Minderjährigen und diese ganzen Sachen, so weißt du. Aber ja, wir gucken mal rein. Wir hören uns das mal an. Ich bin gespannt. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen. Abonniert den Kanal. Ich liebe euch. Peter geht los, Digi. Und los. I like that. Death Row. That's where motherfuckers is ending up. He's a big guy with a big reputation. A local congresswoman once described him as one of the new young black entrepreneurs. Others describe him as a thug. In any event, the... Holtz, der übersetzt Thug einfach als Schläger. Seit den 90er Jahren gibt es einen Hip-Hop-Bösewicht, über den bis heute gesprochen wird. Shook Knight, der Gründer des Labels Death Row Records. Shook wird in Kalifornien geboren und wächst in der Mitte von Compton mit zwei Elternteilen auf. Mit Mutter und Vater aufzuwachsen ist ein... Das ist auf jeden Fall stark, Alter. Das passiert leider nicht mehr so oft, gerade bei den Afroamerikanern so, die meisten wachsen ohne Vater auf, leider. Was auch meiner Meinung nach, da können wir jetzt schon wieder die Aluhüte auspacken, wenn ich das so sagen darf an der Stelle, auch auf jeden Fall extra bewusst herbeigeführt wurde, dass das so ist. Viele Sachen oder viele Dinge deuten darauf hin, dass das extra so in die Richtung getrieben wurde, weißt du? Mit Drogen, mit Waffen, mit den Jungs in den Knast schicken und dies, das, blablabla, ist schon wild. Das ist zu der Zeit sehr ungewöhnlich. Compton war Ende der 60er eine schöne Nachbarschaft, auch wenn man hier und da mal einen Cracksüchtigen sieht. Doch dies ändert sich alles Anfang der 70er Jahre mit dem Beginn der Gangkultur. Der Vater und die Onkels von Shook waren nie Gangbanger, aber da Shook in einer Blood-Nachbarschaft aufwächst, kann er nicht vermeiden, auch mit Blood-Mitgliedern befreundet zu sein. Dennoch macht er keinen Unsinn, bis er sogar im Jahre 1985... Geil, Mann, diese Afros noch, Digga, brutal, Alter. Wer meinst du, ist daran schuld? Das ist halt deep, Bro. Weißt du, wie ich meine? Da gibt es mehrere Indikatoren. Früher war es auf jeden Fall so, dass die schwarzen Familien extrem krass zusammengehalten haben und die meisten Familien Mutter und Vater am Start hatten und sich um die Kinder gekümmert haben, bis dann auf einmal diese ganze Drogenepidemie reingekommen ist und dann auch diese Musikgeschichte. Es gibt ja auch wirklich Conspiracies, Verschwörungen, wo man sieht quasi, dass die Top-Executives im Musikbereich auch viele private Knäste besitzen. Und es gibt Leute, die sagen, dass diese Executives auch bewusst Messages in der Musik spreaden, um gerade schwarzen jungen Leuten diese Gang-Mentalität nahezulegen, damit die dann im Endeffekt auch in den Knast kommen. So. Weißt du? So. Das ist halt crazy, aber kann man sich nicht so richtig krass vorstellen, aber da gibt es auf jeden Fall Hinweise. Football-Stipendium kriegt und für eine kurze Zeit Compton verlässt. Und es gibt so Evidence, glaube ich sogar, dass auch bewusst in diesen schwarzen Ghettos auch bewusst halt Drogen und Waffen platziert wurden vom Staat, weißt du? Und dass das unterstützt wurde und nicht bekämpft wurde. Liebt Football. Manchmal schließt er sogar Wetten ab, wie viele Leute er auf dem Spielfeld verletzen kann. Er spielt in der Defense und geht immer sehr aggressiv in jedes Spiel, so wie er es auch später in der Musikbranche machen wird. Er bekam sogar... Der war gut, glaube ich, ne, im Football. ...und von den 49ers. Mit den ersten Football-Erfolgen ändert sich auch langsam die Person von Shook. Er wird immer gewalttätiger und liebt es, Menschen zu demütigen. Frühere Spielkameraden von ihm erzählten mal, dass er ein Tyrann war. Unter der Dusche pinkelt er sogar Mitspieler an und empfand dies als spaßig. Bro. Bisschen in der, Alter. Bruder. Ich überleg gerade, ob wir so eine Scheiße auch gemacht haben. Ich meine, ja.
Ich weiß gar nicht, Mann. Ich versuche gerade zu überlegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das bei uns auch mal passiert ist, beim Fußball in der Umkleidekabine. Aber ich weiß nicht mehr genau. Um Phil noch mehr abzuschrecken, trug er immer eine Waffe bei sich. Seine Frau berichtete davon, wie Shug Knight aus Eifersucht ihre Haare abgeschnitten hat oder einfach mal ihr Auto kaputt schlug, weil er vermutete, dass sie vielleicht mit einem anderen Mann sei. Oh shit. Dann bei einem Streit in Las Vegas auf seinen eigenen Freund schoss, der Gott sei Dank nicht lebensgefährlich verletzt wird, ziehen die 49ers ihr Angebot aufgrund der Tat zurück und er bekommt eine 4 Jahre lange Bewährungsstrafe aufgesetzt. Ach krass. Aufgrund dessen muss er wieder zurück in sein altes Viertel, Compton. Und in den 80er Jahren war Compton alles andere als ein Platz, wo man sein möchte. Der hat Potenzial, Football-Potenzial gehabt, ne? Seine alten Freunde sind alle Teil der Gangkultur geworden und ein paar Freunde fingen sogar an zu rappen. Da Shug immer sehr groß und kräftig war, arbeitet er 1988 als Türsteher für verschiedene Musikveranstaltungen. Ja, man, so sieht er auch aus. Perfekter Türsteher, ne? Ich bin zum Opfer geworden in der ersten Klasse. In der Dusche oder was? Haut's, na, Mann. Eines Abends bei einer Aftershow-Party von Bobby. Ein besoffener Freund hat mir mal ins Wohnzimmer gepisst. Verhindert Shug, dass Bobby von einem verrückten Fan geschlagen wird und wird aufgrund dessen von Bobby Brown als Bodyguard engagiert. Und das war Shug Knights erster Step in die Musikszene. Ein paar Wochen später möchte Bobby Brown seine anstehende Tour canceln, da er jemandem Geld schuldet und aufgrund dessen Angst hat, dass ihm auf Tour etwas passieren könnte. Genau diese Leute drohten den ängstlichen Bobby mit dem Tod, so dass Shug Knight ihm verspricht, die Sache zu klären. Und das tat Shug auch. Und das so konsequent, dass der Mann, dem Bobby Geld schuldet, sich sogar bei Bobby entschuldigt. Und das spricht sich natürlich sehr schnell in der Branche rum. Als Shug Knight da mit Bobby Brown auf Tour war und einen Einblick hinter den Kulissen bekommt, bemerkt er, wie Songwriter abgezogen werden, während der Performer des Songs Millionen macht. Aufgrund dessen fing er Anfang der 90er Jahre an, ein paar Künstler zu managen. Seine ersten Künstler waren Jodeci, Mary J. Blige und D.O.C. Aber seinen ersten Erfolg konnte er durch einen Künstler namens Chocolate bekommen. Chocolate ist ein Songwriter, der angeblich an den Song Ice Ice Baby von Vanilla Ice gearbeitet hat und dafür nie bezahlt wurde. Und als der Song ein weltweiter Hit wird, entschließt sich Chocolate, Shug nach Hilfe zu fragen. Die Plattenfirma will... Vanilla Ice, da war doch auch irgendwas mit Playback oder so, ne? Da war doch auch irgendein Skandal, Digga, weiß ich noch. Chocolate wird $100,000 als Ghostwriter abspeisen, doch das lässt Shug nicht zu. Er taucht auf einmal überall auf, wo Vanilla Ice ist, bis er eines Nachts mit einer Horde an Leuten in sein Hotelzimmer auftaucht. Und Vanilla Ice zwingt, einen Vertrag zu unterschreiben, in dem Chocolate als Ghostwriter von dem Song Ice Ice Baby ca. $4 Millionen zustehen. Krass. Wenn Chocolate immer sagt, dass der Abend ganz anders ablief, wurde Shug mit dieser Aktion über Nacht zum Bösewicht der Musikszene. Auf einmal rufen alle Leute Shug zurück, die sonst nie ans Telefon gegangen sind. So dass Shug langsam mit den Gedanken spielt, ein eigenes Label zu eröffnen. Aber um das zu tun, fehlt ihnen ein wichtiges Puzzleteil. Arafat-Vibe, sagt einer. Das war Dr. Dre, der beste Hip-Hop-Produzent zu der Zeit. Shug hat gleich bemerkt, dass Dre ein Genie ist und fast jeden Artist im Studio zu einem Superstar machen kann. Und als Shug mitbekommt, dass Dre unzufrieden mit seiner Labelsituation ist, nutzt Shug seine Chance. 1991 versucht er mit Dre in Kontakt zu treten und beide verstehen sich so gut, dass Shug Dr. Dre anbietet, über seine Verträge zu gucken. Dr. Dre. Wer fühlt Shug Knight? Eins in den Chat. Ich dein. Also fährt Shug wieder mal bepackt mit ein paar Hab damals diese Death Row Sachen eigentlich schon krass gefühlt, sag ich dir ehrlich. Dann zur Anwaltskanzlei von Ruthless Records und zwingt den Anwalt, der sich vor Angst in die Hosen pinkelt, die Verträge von D.O.C., Michelle A. und Dr. Dre rauszurücken, was er natürlich auch tut. Als Shug dann Dre die Verträge zeigt, in denen steht, dass Dre 2 Cent von jeder verkauften CD kriegt, realisiert er, dass er über den Tisch gezogen wird. 2 Cent von jeder CD, Digga, das ist wild. Shug überzeugt ihn davon, mit ihm zusammen ein Label zu gründen. Er wird sich um alles kümmern, sodass Dre in Ruhe seine Musik machen kann. Und nach dem, was Dre über Shug gesehen und gehört hat, willigt er natürlich sofort ein. Da gibt es nur ein Problem, und zwar den laufenden Vertrag mit Dr. Dre's Label. Um die Probleme mit den Verträgen aus der Welt zu schaffen, ruft Dre Easy in ein Studio. Als er dort ankommt, steht auf einmal Shug vor ihm und aus dem Hinterhalt kommen ein paar Schläger empor. Shug zwingt ihn, einen Entlassungsvertrag für Dre zu unterschreiben. Easy lässt sich aber nicht beeindrucken, weil er... Laut Film hat Easy aber auch Dr. Dre und Ice Cube und so gut hops genommen, ne? Laut Film. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Ich finde auch im Film haben die Easy ein bisschen eklig dargestellt. Man weiß halt nie, ob da wirklich was dran ist, weil Easy nicht mehr lebt, so weißt du? Ob das wirklich genau so war, wie die erzählt haben. Aber wenn das so war, dann hat der die Jungs ja auch schon gut hops genommen. So. Könnte sein, dass das dann so ein bisschen das Payback dafür war, weißt du? Na,
genau weiß, wie viel wert diese Unterschrift ist. Als Schuck dann Easy ein Stück Papier in die Hand drückt, auf der die Adresse seiner Mutter steht, unterschreibt letztendlich Easy den Vertrag. Die Story wird bis heute immer wieder mal anders erzählt, aber Fakt ist, dass Dre und D.O.C. ab diesem Tag wieder freie Künstler waren und dass die Unterschrift von Easy existiert. Der hat doch Pac auch aus dem Vertrag rausgeholt, ne? Nun steht der Gründung des Labels nichts mehr im Weg, außer Geld. Dick Griffey, der Besitzer des Labels Solar Records, wird sowas wie ein Mentor für Schuck und gibt ihm einen Platz in sein Gebäude zum Musik produzieren und für Büroarbeit. Yassir fragt mich gerade, ob ich Schuck Night feier. Bruder, weiß ich nicht, Digga. Ich hab den immer gefühlt eigentlich, so. Feiern ist übertrieben. Feiern wäre jetzt übertrieben, dafür weiß ich zu wenig. Aber ich fühle den mehr als Diddy zum Beispiel. Damals schon. Ja, feiern wäre übertrieben. Wir gucken mal weiter, mal gucken. Vielleicht hat dieses Video einen Einfluss auf mein Bild von Schuck. Ich habe mir letztens den Talk von Schuck aus dem Knast mit PBD reingezogen über diese ganze Diddy-Sache und so. Und ja, Digga, also so wie es scheint, war Schuck Knight halt auch ein abgefuckter Typ, weil der ist halt aus Compton, Digga, von der Straße gekommen. Was erwartest du, Digga, auf eine gewisse Art und Weise, ne? Aber der ist nicht so, hat nicht diese ganzen komischen Pedo-Machenschaften und so in Hollywood und in der Musikindustrie mitgemacht, glaube ich. Da gibt es nur ein paar Kandidaten, die so ein Level gehabt haben und da nicht richtig mitgespielt haben, die dann meistens auch entweder jetzt nicht mehr krass viel Kohle haben, im Knast gelandet sind oder was auch immer. Was für ein Zufall. Weil die vielleicht auch nicht mitgespielt haben. So, weißt du, Schuck Knight, Dame Dash und so. Ich glaube, bei diesen Jungs haben halt, wollten einfach nicht mitmachen. Dame Dash hat sich ja auch dann von Jay-Z und so entfernt. Der redet nicht so richtig drüber in den Interviews, aber es kommt mir so rüber, als ob diese ganze dämonische Scheiße auf jeden Fall auch damit zu tun hatte. Dennoch wird das Geld immer weniger, sodass Schuck an einen Haufen an Geld kommen muss, um das Label überhaupt richtig zu starten. Um das Problem aus der Welt zu schaffen, trifft sich Schuck mit Harry O., einer der größten Drogendealer der Stadt, der sogar direkte Geschäfte mit Noriega gemacht hat und im Gefängnis eine lebenslange Haftstrafe absitzen muss. Im Gefängnis unterschreibt Harry O. einen Vertrag, in dem er Schuck Knight 1,5 Millionen Dollar überschreibt. Somit waren sie beide Partner und aufgrund der lebenslangen Haftstrafe von Harry O. entscheiden sie sich für den Labelnamen Death Row. Und schon eine Woche nach dem Harry O. Deal. Das Death Row Ding hat schon Vibes gegeben, ne? Nicht alles. Schuck kommt nie wieder raus. Der ist der hat doch jemanden überfahren am Filmset oder so, ne? Was hältst du von Jay-Z? Demonic. Nicht nur das Büro. Sogar Dre konnte sich eine Riesenliste an Equipment wünschen, die sofort geliefert wurden. Da Harry O. nur aus dem Knast anrufen kann, kriegt er ein extra Telefon, an dem keiner außer Schuck rangehen darf. Hatten sie mal Geldnot, kam ein paar Minuten später ein Typ ins Büro mit einer Tasche voller Straßengeld. Dank Harry O., der aus dem Knast immer noch die Straßen kontrollierte. Schuck fängt an, Bloods von den Straßen LAs zu engagieren und läuft immer mit gefährlichen Jungs rum. Eines Abends sind die Stanley-Brüder bei Dre im Studio zu Besuch und sind am Telefon, das eigentlich nur für Harry O. gedacht ist. Schuck fordert einen der Brüder auf, es ist halt dieses Business mit Street-Mission, das geht halt immer nach hinten los eigentlich, ja? Hörer aufzulegen. Der wird aber frech, da er Schuck Knight nicht kennt, so dass Schuck Knight runter zu seinem Auto geht, eine Knarre holt und wieder zurück ins Studio stürmt. Glaubst du, da kommt noch was auf uns zu? Da wird noch einiges auf uns zukommen, glaube ich. Also ich glaube, P. Diddy ist nicht der Letzte gewesen, der exposed wird. Da kommt noch einiges. Ich hoffe halt, die Hintermänner werden auch irgendwann exposed, weißt du? Ich kann mich, also, ja. Da stecken halt immer gewisse Cousins hinten dran. Schuck schreit ihn an und wirft ihn auf den Boden mit den Worten, zieh deine Klamotten aus. Als er sich weigert, schießt Schuck einen Warnschuss gegen die Wand. Als er sich dann auszieht, nimmt Schuck seinen Führerschein und droht ihn, dass er seine ganze Familie töten wird, wenn er jemanden davon erzählt. Er zieht seine Klamotten an, läuft aus dem Gebäude direkt zu einem Polizisten und erzählt, was gerade geschehen ist. Aufgrund dessen muss Schuck 1 Million Dollar zahlen und kriegt eine Bewährungsstrafe. Mit der ganzen Promotion im Nacken release Death Row Dr. Dre seine erste Single Deep Cover und stellt somit Snoop Dogg der Welt vor. Der Song ist ein Riesenerfolg und öffnet die Türen für Dres legendäres Chronic-Album. Das Problem ist nur, dass aufgrund des schlechten Rufes von Death Row kein Vertrieb die CD rausbringen will. Weißt du, was ich meine? Sie auf dem Tisch von Interscope landet, die sich dann entschließen, die CD rauszubringen. Das Album wird ein Riesenerfolg und Death Row wird ein Teil der Hip-Hop-Kultur. Schuck nutzt seine Größe und seine Anwälte, um an seine Ziele zu kommen und das meistens erfolgreich, so dass aus ihm fast schon ein Mythos wird. Er schafft es sogar, Snoop Dogg aus seinem Mordprozess rauszuholen. Als dann das zweite Album, Doggy Style, von Snoop Dogg über Death Row wild wird, ist Death Row das Größte in Hip-Hop. Sie machen mehr Geld, als sie sich erträumen können. Harry O. warnte Schuck immer davor, in die Öffentlichkeit zu treten, da so der Mythos erlöschen könnte. Trotzdem konnte er es nicht sein lassen und tritt als Labelboss von Death Row immer mehr in die Öffentlichkeit.
Außerdem schließt er Deals ab, ohne Harry zu informieren. Er wählt ihn nie als Partner von Death Row und da... Der war auch geil als auf den Fame halt. So redet er noch schlecht hinter seinen Rücken. Daraus entstehen dann Streitigkeiten, bis Chuck nicht mehr an das Knasttelefon von Harry rangeht. Hinterm Rücken gründet Chuck dann eine andere Firma, unter die Death Row läuft und somit hat Harry O keine Rechte mehr auf das Label. Um sich zu schützen, holt Chuck noch mehr Gangmitglieder zu Death Row, sodass... War er nicht neben Tupac, als der Kugel bekommen hat, ja? Irgendwann das ganze Büro mit Crips und Bloods voll ist. Und die Straßenmentalität nahm sie gleich mit ins Studio. Schlägereien sind an der Tagesordnung und überall liegen Waffen rum. Rapper, die einen Deal haben wollen, müssen vor Chuck Knight rappen. Und wenn sie nicht gut genug sind, werden sie zusammengeschlagen. Bruder, das ist schon hart, ja. Meistens Der hat halt diese Street-Scheiße zu krass damit reingehört. Sie sind schon Schläge, bevor sie drei Wörter aussprechen konnten, erzählte man Nate Dogg in einem Interview. Wenn Chuck was nicht passt... Chuck hat damals versucht, 50 Cent in der Club-Video zu stürmen mit Waffen. 50 Cent hatte keine Angst und kam mit noch größeren Waffen. Hahaha. Echt, ja? Ah, irgendwas habe ich mal gehört. Ich habe auch mal gehört, dass The Game und 50 waren auch mal in so einer Art Schießerei irgendwie unterwegs. Gegeneinander. Gab es immer einen Raum, in dem er dann die Leute zusammenschlagen ließ. Er machte sogar keinen Stopp vor Frauen und schlug seine Sekretärin zwei blaue Augen. Und trotz den ganzen Nee, Bruder, da bin ich raus. Taten wurde Death Row immer erfolgreicher. Was für Sekretärin zwei blaue Augen, lag du Maniak. Zur selben Zeit wird Tupac angeschossen und steht vor Gericht, wo er dann schuldig gesprochen wird und in Haft muss. Seine Kaution beträgt 1,4 Millionen Dollar. Ah, Chuck hat Kaution bezahlt, ne? Und obwohl Tupac schon ein Superstar ist, ist kein Label bereit, die Kaution zu bezahlen. Die perfekte Chance für Chuck Knight, der genau weiß, dass Tupac ein Megastar werden kann. Er besucht Pac im Gefängnis und bietet ihn an, die Kaution zu bezahlen, wenn er bei Death Row signed. Geld und Macht hat, weißt du, wie ich meine? So. Und dann noch skrupelloser Motherfucker von der Straße, der auch gut packt, also der ist ja gut massig auf jeden Fall auch unterwegs. Football-Background, dies, das, bla bla, ja, Digga. So ist es halt. Pac, der sowieso viel Stress auf den Straßen hat und Chuck als großen Bruder gebrauchen könnte, geht den Deal ein und Chuck holt Pac aus dem Gefängnis. Like to tell Tupac, keep his guards up, we ride with him. Any artist out there want to be an artist and want to stay a star, and we won't have to worry about the executive producer trying to be all in the video, all on the record. Der redet über Diddy. Come to Death Row. Mit dem Wissen, dass Pac bald aus dem Gefängnis kommt, geht Chuck Knight im August 1995 auf die Source Awards Bühne und disst indirekt Puff Daddy, den Manager von Biggie. Wichtig. Weil Pac Biggie dafür verantwortlich macht, dass auf ihn geschossen wurde. Und das genau in New York, der Heimatstadt von Puff Daddy. Das ganze Publikum fängt an zu boomen. Diddy versucht dann die negative Energie zu stoppen mit den Worten, das ganze East Coast gegen West Coast muss stoppen. Als hätte er da schon geahnt, was in den folgenden Monaten passieren wird. Ab dem Zeitpunkt ändert sich alles. New Yorker DJs weigern sich, West Coast Musik zu spielen. Auf Tracks werden Seitenhiebe verpasst und der Beef mit Biggie und Pac eskaliert. Das ist auch bestimmt orchestriert, Bro. Als Pac den Song Hit 'Em Up droppt, in dem er ganz Bad Boy beleidigt. Durch den ganzen Drama kommt Dr. Dre immer weniger ins Studio, was dann Pac als Angriff nimmt, weil der Top-Produzent des Labels seine Sachen nicht produziert. Somit gibt es auch Unruhe unter den Künstlern von Death Row, die alle sowieso schon eingeschüchtert sind. Also entschließt sich Dr. Dre, das Label zu verlassen und Chuck lässt ihn nur unter einer Bedingung gehen. Alle Rechte von Dr. Dre werden auf Chuck übertragen. Da Dre nur raus aus Death Row will, unterzeichnet er den Vertrag, tritt all seine Rechte ab und ist wieder mal bei Null. Dadurch hat Chuck Knight auch 50% der Labelanteile von Dre. So. Und das Label gehört somit ihm ganz alleine. Auch wenn Chuck es zu diesem Zeitpunkt nicht bemerkt, ist dies der Anfang vom Ende von Death Row. Denn nur ein paar Monate später schlägt Tupac Orlando Anderson in Las Vegas. Und auch Chuck Knight, der auf Bewährung ist, tritt auf Orlando ein, während sie von einer Kamera gefilmt werden. Als dann am selben Abend auf Pac geschossen wird... Seide sagt, New York war zu der Zeit unschlagbar. West Coast! Sitzt Chuck Knight neben ihm im Auto und eine Kugel streift seinen Kopf bei dem Versuch, Pac nach unten zu drücken, damit er... Keiner hat eine Chance gegen Pac, Bro. Greatest Rapper of all times, Bruder. Kannst ganz New York zusammenpacken, Digga, die haben keine Chance. Bisschen Gänsehaut gerade, hat mich geprägt, Vigio. Deckung geht. Um die ganze Story von Pac zu hören, schaut euch das Video Wer hat Tupac erschossen an von mir. Guck mal seine Augen, ja Maniak, siehst du es nicht? Pac dann verstirbt, hat Chuck Knight, Dr. Dre und Tupac seine beiden Hauptkünstler verloren
Und das Schlimmste für ihn ist, dass er durch die Tritte auf Rolando Anderson gegen seine Bewährung verstoßen hat und wieder vor Gericht muss. Am 28. Februar wurde Shook trotz der Aussage von Orlando, dass Shook ihn retten wollte, schuldig gesprochen. Er bekam 9 Jahre. Nas ist auch krass. Normal ist Nas auch krass, aber Nas ist nicht Pac. Nas größer Pac. Ach, ihr habt keine Ahnung, ja? Wovon er... Ihr habt keine Ahnung, Alter. Don't fuck with Pac hier in meinem Stream, Digga. Bann die weg jetzt alle, Yassin. Scheiß drauf. Da werde ich emotional. Über 4 Jahre absitzen musste. Und damit war das Ende von Death Row eingeläutet. Ein Jahr später verließ auch Snoop Dogg das Label, während Shook Knight im Knast sitzt. Durch die Abwesenheit von Shook liefen die Geschäfte nicht mehr rund und die Polizei untersucht auch die Zusammenarbeit von Shook und Harry und werfen Death Row Geldwäsche vor, so dass das Label schließen muss und für 400 Millionen Dollar an Interscope verkauft wird. Das Geld floss aber nicht in Shook Knights Tasche, da ihm ja Geldwäsche vorgeworfen wurde. Aber frag mich nicht, wer das Geld bekommen hat. Ich habe dazu sehr viele... Das Ding ist so, wir können über alles reden. Wir können über Nas, über DMX, wir können über diese ganzen Leute können wir reden. So. Lass uns aber Tupac raus. Tupac ist der Beste. So. Lassen wir den da und dann können wir über alle anderen reden, okay? Können wir uns darauf einigen? Lassen wir den oben, Digga, und den Rest können wir reden. Können wir miteinander vergleichen und diese ganzen Sachen. Aber Tupac da nicht mit rein. Der hat da drin nichts verloren. Es gibt keine Diskussion mit Pac oder Biggie oder Pac oder DMX oder Pac oder Nas oder. Das ist eine Diskussion, die gibt's nicht. Quellen gefunden, die alle etwas anderes sagen. Shook sitzt bis 2001 im Knast und kann seitdem nicht mehr Fuß fassen in der Musikszene. Durch die Geschichten über ihn will keiner mehr mit ihm zusammenarbeiten und die Straße versucht. Digga, guck mal, einfach Shook, Pac und Biggie, Shook, Pac und Snoop zusammen, Digga, heftig. Überall zu testen, bis er sogar angeschossen wird. Als er beim Filmset zu Straight Outta Compton nach einer Diskussion einen alten Freund von sich totfährt, kassiert Shook Knight 2000. Was machst du, Digga? Bist du dumm? 15, 28 Jahre lang Haft und sitzt seitdem im Knast. Seine Kaution beträgt 25 Millionen Dollar. Tschüss. So zerbrach Shook. Snoop könnte ihn rausholen. In sein Death Row Imperium. Es gibt noch viele kleine Details, die ich ausgelassen habe, um das Video nicht zu lang zu machen. Aber keine Panik. Ich werde euch nach und nach mit Infos aus genau dieser Zeit beliefern. Ich küsse dein Herz, Bruder, ich bin voll da. Also Channel abonnieren und nichts mehr. Ich weiß nicht warum, aber ich bin voll drin bei diesen Oldschool-Sachen, ne? Was? Got it. Geil, Digga. Ich feier Ben Bugatti-Videos, sag ich dir ehrlich. Liebe geht raus an Benny, Digga. Der hat sogar eine Reaktion von uns kommentiert, meine lieben Freunde. Abonniert auf jeden Fall auch Ben Bugattis Kanal, meine lieben Freunde. Ich liebe euch. Schreibt mir auch auf jeden Fall eure Gedanken dazu, wie immer. Unten in die Kommentärchen rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out, Gang.